Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze. Ja, was soll ich sagen? In Deutschland, in Europa und auf der ganzen Nordhalbkugel begann heute um 9.50 Uhr der Herbst. Ja, es ist Herbstanfang seit heute, seit 23. September. Hat man nicht so gemerkt, ne? Das Wetter war bombig gewesen, richtig schön warm war es, richtig angenehm. Jetzt wird es schon wieder langsam wieder kühler. Aber was sollen wir auch vom Herbst verlangen? Es wird halt immer langsam winterlicher oder herbstlicher, wie man sehen will. Jo, was gab's? Was wird kommen? Also erstmal gab es am Wochenende eine Party im Fliegerheim. Ich weiß gar nicht, wer es mitbekommen hat. Es war beim Mitteldeutschen Rundfunk im Fernsehen zu sehen. Da gab es eine Hochzeit in Wernigerode zu feiern. Und ja, und wer war da drauf? Unser Stefan Rüde-Mösentin mit seiner Frau Michaela. Denn der hat sie endlich nach 34 Jahren geheiratet. Ja, herzlichen Glückwunsch an Michaela und Stefan Rüde-Mösentin vom Hotel Fliegerheim, die sich endlich getraut haben, sich das Ja-Wort zu geben. Und wir wünschen ihnen natürlich viele, viele, viele kleine Kinder. Ich glaube, das ist vorbei. Aber noch viel, viel Zeit, mindestens noch mal so lange Zeit zusammen, wie sie jetzt schon zusammen leben. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Und ihr habt die Bilderchen gesehen. Es war eine schöne Party im Fliegerheim gewesen mit privat geladenen Gästen. Jo, dann gibt's noch Informationen, und zwar zur Feuerwehr-Schrottsammlung. Die 10. Schrottsammlung der Jugendfeuerwehr Borkheide steht an, und zwar am Samstag, den 28.09. ab 10 Uhr sind die wieder unterwegs und sammeln überall im Ort Schrott ein. Wer den Schrott loswerden möchte, Fahrräder, alles Mögliche, natürlich ohne Gummi und anderem Kram drumherum, kann das wieder vor die Tür stellen, hängt einfach den Zettel an, den die Feuerwehr ja schon überall in die Briefkästen verteilt hat, und die holen das ab. Der Erlös des Schrottes kommt der Jugendfeuerwehr Borkheide zugute. Jo, dann gibt's natürlich am Samstag noch die nächste Veranstaltung, auch die habe ich ja schon bekannt gegeben gehabt in den letzten Sendungen, und zwar die Gaststätte am Waldbad ruft wieder zum Oktoberfest. Da gibt es Freibier, da gibt es Brezeln, da gibt es Weißwurst und Leberkäsesemmeln und Musik natürlich. Also wer da Spaß dran hat, kann ebenfalls am 28. um 17 Uhr zur Gaststätte am Waldbad gehen und ordentlich das Tanzbein schwingen und die eine oder andere Maß sich hinter die Binde kippen. Auch gibt es Informationen von der Bürgerinitiative im Gegenwind und dem Waldkleeblatt e.V. Wer dort Informationen zum Stand der Klage gegen die Windräder haben möchte, dem verweisen wir einfach mal hier unten auf diesen Link. Wir haben ihn auch unten mit eingefügt, könnt ihr nachlesen in der Videobeschreibung. Dort, wie gesagt, gibt's neue Informationen zu der Klage, wie weit das nun gediehen ist und wie die ganze Geschichte weitergeht. So, dann haben wir noch eine Information. Ja, das ist so ganz neuer Service von uns. Wir machen jetzt hier noch einen auf Stellenbörse und fangen einfach mal an mit dem FDM-Service, mit der FDM-Service GmbH von Marcel Mieker. Und zwar, die suchen für Wartungs-Instandsetzungsarbeiten von Drehleitern, Feuerwehrtechnik, Hubrettungsfahrzeugen sowie Zweirädern und Kfz neue Mitarbeiter im Bereich Industriemechatroniker, Kraftfahrzeugmechatroniker, Fahrzeugmonteure, Fahrzeugtechniker und Metallbauer. Ihr solltet eine abgeschlossene Berufsausbildung oder und langjährige Berufserfahrung im Fahrzeugbereich haben, selbstständig und präzise Arbeitsweise. Dann könnt ihr euch bewerben, und natürlich wo? Hier beim FDM-Service, bei der FDM-Service GmbH Altborg ÖFC in 14822 Linte, Ortsteil Altborg. Ja, da warten sie auf euch. Bewerbt euch, wenn ihr euch verändern wollt, und schaut, ob das was für euch ist. So, jetzt kommen wir zum Sport. Unsere Herren haben sich ja ein bisschen Freizeit gegönnt, beziehungsweise können sie ja nichts dafür, dass der Fußball für uns ausgefallen ist. Deshalb war nur die Sportgemeinschaft Brückborkheide Jahrgang 2009-2010 unterwegs, und die haben gegen die Sportgemeinschaft Lenin-Dahmsdorf gespielt und haben gewonnen, haben 3 Punkte wieder mit nach Hause gebracht. Es war ein schönes Fußballwetter, wie sie schreiben, toller Rasen, eine super Leistung unserer Jungs.
Am Anfang etwas fahrig, doch mit zunehmender Dauer immer konzentrierter und sehr passsicher dominiert mir den Gegner über die gesamte Spieldauer. Felix schoss die ersten drei Tore mit viel Übersicht und Ruhe. In der zweiten Hälfte legte Mika zweimal nach und auch Jason machte noch ein Tor. Also die sind sehr zufrieden und auch herzlichen Glückwunsch an die Spielergemeinschaft. Das ist die E-Jugend, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Allen ein schönes Wochenende, erholt euch. So, und jetzt sind wir schon durch. Ja, es geht mal ein bisschen zügig heute, finde ich auch gar nicht so schlecht. Fehlt nur noch das Wetter, ne? Matze bringt das Wetter wie immer am Schluss und mal schauen, was der uns so zu sagen hat. Hallo Burkhalter, hallo Welt. Kommen wir schnell zum Wetter. Da ich in meinem Wetterkeller stehe und hier immer so schlecht rauskomme, habe ich einfach mal den Matze nach draußen geschickt. Hallo Matze, wie sieht's denn draußen aus? Ja, danke Matze für die Überleitung. Ich melde mich hier aus der Nähe von Wernigerode. Wernigerode haben wir gerade vorhin gehört, da hat der Stefan geheiratet, genau. Und hier ist auch Wetterscheide heute schon. Hier rollt gerade das miese Wetter an. Und da ich ja nicht so lange draußen rumstehen will, gebe ich also zurück zu Matze in seinen Wetterkeller. Tschüss von hier. Ja, ich danke dir für diesen Kurzbericht aus der Region Sachsen-Anhalt Richtung Niedersachsen. Ja, da war es heute ganz schön bewölkt und auch teilweise regnerisch. Aber das trifft uns hier erst im Laufe der Woche Temperaturen. Heute war es ja noch mal angenehm hier mit Sonnenschein und um die 20 Grad. Es geht Richtung Mittwoch ein wenig nach unten und vermutlich können wir aber auch Donnerstag, Freitag noch mal die 20 Grad Grenze kratzen. Regen jederzeit möglich. Der Herbst hat begonnen. Jetzt noch mal der offizielle Herbstanfang. Auch für die Allgemeinheit, nicht nur für den Wetterdienst. Soweit von hier. Kommt gut durch die wechselhafte Woche. Bis dahin. Tschüss. Ja, das finde ich schon komisch, Matze. Du bist eigentlich nur alleine fürs Wetter zuständig. So viel machst du ja dann gar nicht. Und da suchst du dir noch einen Mitarbeiter. Das finde ich komisch, ja. Also, dass du das nicht alleine hinkriegst, finde ich schon. Okay, danke fürs Herbstwetter. Wir sehen, was sonst noch so kommt. Und wir sehen uns wieder am nächsten Montag, wie immer hier bei Borkheiden News TV. Euer Lutze. Und tschüss.